Dieses Wetter passt zu Vanessa Hinz. Dieses Wetter aber auch. Vanessa Hinz hat in Ruppolding mal wieder alles erlebt, was dieser Sport zu bieten hat. Ein steter Wechsel zwischen heiter und wolkig. Große Freude über Erfolge und kleiner Frust, wenn es nicht so läuft. Alles liegt sehr eng beieinander. Wichtig ist, dass sie gute Leistungen imstande ist zu bringen. Das hat sie ja jetzt schon immer wieder mal sehr gut bewiesen. Und da gilt es jetzt einfach, Konstanz reinzubringen. Und das liegt einfach an ihr, das weiß sie auch. Aber da bin ich auch guter Dinge, dass die das gut auf die Reihe kriegt. Es ist der Kampf, wieder dahin zu kommen, wo sie schon mal war. Vanessa Hinz war Staffelweltmeisterin, fiel letztes Jahr in ein tiefes Leistungsloch. Diesen Winter sieht das anders aus. In Oberhof, auf Schalke mit Simon Schemp, in Östersund, in Novem Jesto. Überall hinterlässt sie eindrucksvolle Spuren. In Ruppolding hätte sie das auch gerne geschafft. Aber in den Einzelrennen bleiben zu viele Scheiben stehen. Und so reicht es nicht für die Top 10 und für ihren großen Traum, endlich bei einem Einzelrennen auf dem Podium zu stehen. Wenn man Laufform hat im Langlauf, dann bin ich dann da einfach einmal konstant vorne mit dabei. Bei uns ist es mit dem Schießen dann immer noch so eine Sache. Dann hat man mal einen Tag, wo schwierige Bedingungen sind. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle und da ist einfach Konstanz ganz schwierig reinzubringen und da braucht man schon sehr hohe Qualität. So wie sie Laura Dahlmeier hat. Sie ist der Fixpunkt im deutschen Team. Laura Dahlmeier vermag das, was Vanessa Hinz noch fehlt. Sie ist immer gut. In der Staffel krönt Dahlmeier den starken Auftritt von Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß. Und jetzt gib Gas, nicht schon weg! Gib Gas, nicht schon weg! Gib Gas! Dahlmeier gibt Gas und begeistert die Fans mit ihrer Konstanz. Aber die ständige Suche nach Perfektion zehrt an ihr. Nicht immer kann man danach glückselig in die Arme der Teamkolleginnen fallen. Körperlich ist es meistens einfacher, wieder da auf die Höhe zu kommen. Dann legt man sie ins Bett, macht ein bisschen Pause, zwei, drei schnelle Einheiten und dann passt die Sache wieder. Wenn man vom Kopf her mal richtig drüber ist, dann kommt man aus so einem Loch schwer raus. In ein Loch will Vanessa Hinz sicher nicht mehr fallen, sondern nach oben durchstarten. Jetzt in der heißen Zeit des Winters nach Oberhof und Ruppolding kommt Antholz und dann die WM in Hochfilzen. Kopf und Körper mögen müde sein, aber der Spaß für die Damen beginnt jetzt erst. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Wir haben bis jetzt sehr gute Resultate gebracht, die ganze Saison schon. Das heißt, da sind wir absolut im Soll. Und Richtung WM ist jetzt eigentlich das Wichtigste, dass alle gesund bleiben. Es ist die Fähigkeit, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Vanessa Hinz versucht, dem Stress zu trotzen wie dem Wetter. Sie weiß, irgendwann wird sie strahlen. Vanessa, wie groß ist denn der Stress und die Nervosität beim Heimspiel? Ja, also er ist schon um einiges größer als bei anderen Weltcups, aber der Nervenkitzel ist natürlich auch viel größer und die Fans spornen einen an und das habe ich dieses Wochenende wirklich richtig gemerkt, wie sie Meter um Meter einen den Berg hochpeitschen, aber die Nervosität vor dem Staffelrennen gerade war immens groß bei uns allen. Das kann ich mir vorstellen. Hört man die Trainer überhaupt, wenn sie mal nebendran rennen und nochmal anfeuern? Ja, wir wissen davor, wo sie stehen zum Glück, weil sonst hätten wir, wirklich schwer Chancen, muss man sagen. Man muss sich schon genau aussuchen, wo sie stehen, damit man einen auch wirklich versteht und auch wirklich alles versteht, weil es oftmals wichtig ist, wenn Schussbildverlagerungen sind, aber wir verstehen sie meistens schon. Es gibt viele schöne Auszeichnungen, natürlich Staffel-Weltmeisterin 2015, großartig. Es gibt aber auch eine schöne Auszeichnung in der Heimat, nämlich eine eigene Parkbank. Im Schliersee? Mhm. Freust du dich schon auf den Frühling, wenn du da wieder sitzen darfst? Ja, also das war eine ganz große Ehre für mich, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsplätze da oben. Ich bin da oben am Weinberg getauft worden und ich wohne gleich daneben. Und für mich ist das also wirklich ja, von großer Dankbarkeit einfach, dass mir der Markt Schliersee sowas gegeben hat. Ja. Jetzt sind so viele Fans am Wochenende da gewesen. Der stellvertretende Fanclub-Vorsitzende vom Vanessa Hinz Fanclub hat noch geschrieben über Facebook, viele Grüße ausrichten, machen sich morgen auf den Weg nach Antholz, ausrichten. Das ist schön zu hören. Und es sind auch viele Fans hier in der Fankurve. Und Stefan hat eine Frage. Ja, Vanessa, wir haben aus der Fankurve eine Frage. Oh. Mittlerweile bist du ja schon ein Biathlon-Star, aber wie war das? Hast du ein Biathlon-Idol mehr gehabt? Hast du dir mal ein Autogramm geholt von irgendjemandem?
Ja, der Ole einer Björn Dahlen war mal in Ruppolding. Und dann bin ich hier wie so ein kleines Kind und habe gefragt, ob er mir bitte Autogramm schreiben kann für Vanessa. Und das habe ich auch bis heute noch. Ja. Also der Ole war es. Ole war es. Ruppolding, die Festspiele haben so viele Menschen im Fernsehen verfolgt. Bei Blickpunkt Sport wollen wir natürlich ein bisschen mehr zeigen. Dominik Fischer war unterwegs und zwar auch dann, als die Kameras, die großen, ausgegangen ist und hat Ruppolding mal bei Tag und Nacht beleuchtet. Es ist der Höhepunkt eines jeden Abends, die Siegerehrung im Champion Park und Laura Dahlmeiers Auftritt. Einmal ganz nah dran sein. In Ruppolding ist das möglich, die oben sind irgendwie verbunden mit denen unten. Das Bad in der Menge, ein Vergnügen, das auf Gegenseitigkeit beruht. Jeder will hier noch auf seine Kosten kommen und wir natürlich auch. Laura, einen Augenblick, wir haben schon so viele Siegerehrungen erlebt, aber ich glaube hier, was macht das Besondere von Ruppolding aus? Ja, es ist schon wirklich eine besondere Atmosphäre da abends zum sein. Man ist wirklich nah an die Zuschauer, an die Fans dran. Und man merkt einfach, dass man da daheim sind. Man kann auf Deutsch sprechen, nicht auf Englisch, kann dadurch einfach auch die Emotionen noch besser ausdrücken. Und ich glaube, das ist das Besondere da. Und ich glaube, jetzt wollen sie noch näher dran an die Fans. Ich glaube, die warten wieder drauf. Biathlon-Stars zum Anfassen und nicht nur die. Und während die hier noch weiter schunkeln und weiter feiern, mache ich mich mal auf den Weg zu denjenigen, die die ganze Nacht arbeiten müssen. Es geht rein in die Chiemgau Arena. Und auf den ersten Blick ist hier spät am Abend nichts mehr los. Zu Fuß raus entlang an der Loipe und dann taucht sie auf. Die blinkende Riesenraupe, Lieblingstier aller Langläufer und Biathleten. Servus, kann ich mal eine Runde mit dir drehen? Servus, freilich und feiner. Alles klar, komm. Einsteigen und dabei sein, wenn der Sohn von Biathlon-Legende Fritz Fischer einsam durch die Nächte schleicht. So, jetzt bin ich bei einem, der arbeiten muss, während die anderen im Bett liegen oder feiern. Wie ist es, wenn man ständig einsatzbereit sein muss? Im Grunde ist man selber schuld. Man muss es ja nicht machen. Aber man macht es halt einfach mit Leidenschaft. Und dann ist es egal, wenn die anderen beim Feiern sind und du halt arbeiten musst. Also. Was sind die großen Schwierigkeiten bei der Präparation? Das Schwierigste ist einmal für die Langlaufskier einfach eine gerade Strecke zu bekommen. Die Alpiner, die haben Stahlkanten, die mögen eisig, die mögen hart. Das mag der Langläufer natürlich nicht. Der ist da, ich sage jetzt, ein bisschen feinfühliger auf den Brettern unterwegs. Und der möchte natürlich einen ganz anderen Schnee wie der Alpine. Wie viele Stunden rechnest du jetzt heute? Heute wären es so zwischen 3 bis 4 Stunden. Werden. Es sagt zwar dann wieder Niederschlag, dann werden wir morgen in der Früh wieder ein bisschen früher aufstehen. Also der ein oder andere wird zwar wahrscheinlich noch im Champions Park beim Feiern sein. Feierabend ist in Ruppolding eigentlich nie. Wenn der Rest vom Fest austrudelt, sind die Jungs fürs Grobe frühmorgens schon wieder im Einsatz. Es ist 7.30 Uhr und auch ich mache mich auf den Weg. Gleich öffnen die Stadiontore. Und ich bin bei weitem nicht der Erste. Was ein echter Biathlon-Fan ist, für den geht's richtig früh los hier. Es sind noch fast 4 Stunden, bis die Rennen hier beginnen. Entschuldigung, wieso sind Sie denn jetzt schon da? Ja, weil wir den besten Platz hier haben möchten. Was ist denn der beste Platz? Das müssen Sie meinen Mann fragen. Ich laufe nur hinterher. Wo ist denn Ihr Mann? Da hinten. Welches ist denn der beste Platz? Also der beste Platz ist eigentlich der Platz im Fischer S. Da stehen wir schon seit Jahren. Und wir haben uns da so doch relativ früh mal eingerichtet. Wir hängen unsere Banner auf und freuen uns, dass es heute einen guten Wettkampf gibt. Schön langsam. Denn vor dem Wettkampf sind erstmal die Akteure hinter den geschlossenen Türen dran. So, hier sind wir jetzt im Bereich der Wachsler, das Containerdorf. Links und rechts sind die einzelnen Kabinen. Hier beispielsweise die Tschechen. Aber wer richtig was auf sich hält, der hat seinen eigenen Truck dabei. Normalerweise, so kurz vor dem Rennen, darf hier keiner mehr rein. Doch für uns machen sie heute eine Ausnahme. Wow. Hier ist schon ein bisschen wärmer als draußen, ganz andere Temperaturen. Klar, es ist auch die heiße Phase, bevor es so richtig losgeht. Und vielleicht kann man mal nah rankommen.
euch noch mal kurz stören. Ja, wie groß ist bei euch so der Druck jetzt vor dem Rennen? Ja, das ist für uns auch kein besonderer Druck. Es ist ja das Alltagsgeschäft. Und im Prinzip läuft jeder Tag gleich ab. Wir haben heute minus 3 Grad, feinen Neuschnee. Und das gibt schon eine klare Richtung vor, in die wir dann arbeiten können. Von wem ist jetzt ganz konkret dieser Ski? Das wäre jetzt ein Ski von Vanessa Hinz, der auch extra für die Bedingungen geschliffen wurde. Sprich, ein Profil drauf hat, wie beim Autoreifen muss man sich das vorstellen. Gibt es ja auch Slicks und Regenreifen. Und so wird das auch für die Schneekörnung und die Temperatur angepasst, wie tief da die Rillen auf dem Ski sind. Dann hoffe ich, dass es heute nur Lob gibt. Danke, danke. Und schon heißt es wieder Werkzeug raus und ran an den schnellen Ski. Ich muss jetzt unbedingt an den Ort, der während des Rennens am meisten Stimmung verspricht. Haupttribüne, Schießstandanlage. Der Platz von A's und O's. Jetzt bin ich einer von 20.000 Biathlon-Fans. Mitzittern ist Pflicht. Dann geht's noch einmal eine Etage höher und es ist allerhöchste Zeit. Mein persönliches Verfolgungsrennen, um rechtzeitig zum Zieleinlauf in der Kabine von ARD-Reporter Christian Dexner zu sein. Weltcup gewonnen. Der 6. Gesamtweltcup-Sieg steht natürlich noch nicht fest, aber es ist im Prinzip nur noch Formsache. Grand Chapeau, Martin Fourcade. Er gewinnt das Verfolgungsrennen hier in Ruppolding. 20.000 Leute jubeln dem Franzosen zu, feiern ihn, wo er jetzt über die Ziellinie läuft. Und dahinter, Svensson rettet den 2. Platz. Und Kritschmar läuft das erste Mal in seiner Karriere aufs Podest. Schipulin gibt den Podestplatz noch ab. Und Arndt Peiffer wird als bester Deutscher heute 5. beim Verfolgungsrennen. 24 Sekunden sein Rückstand. Unauffällig wieder raus. Das Rennen ist vorbei. Wenig später beginnt der Massenstart zum Busparkplatz. Doch auch dort wartet auf die Zuschauer eine Überraschung. Die Feuerwehr aus Ruppolding und der Nachbargemeinde Eisenerz. Wartezeitverkürzung der etwas anderen Art, neben der eigentlichen Aufgabe. Die oberste Priorität ist schon natürlich die Sicherheitswache und auch, dass die Busabfahrt richtig läuft. Und nebenbei müssen wir ein bisschen Bespaßung machen. Und wie sucht ihr eure Leute aus? Gibt es ein extra Casting? Nein, das ist eigentlich ein Zufallsprinzip und jeder, der mitmachen mag, kann gerne mitmachen. Und ich glaube, es kommt super an, oder? Ja, wunderbar. Ausnahmezustand in Ruppoldings 5. Jahreszeit. Irgendwie ist es dann doch schade, dass nach nur 5 Tagen im Jahr alles wieder vorbei ist. Ab heute beginnt der Alltag, zurück Richtung Normalität. Und es war ganz interessant, das auch hier zu erleben. Ich glaube auch für dich, oder? Das Ganze mal aus der Perspektive zu sehen. Was hat dir am meisten gefallen? Ich glaube, am Schluss der Feuerwehrmann. Der war wirklich lustig. Den habe ich sogar live erlebt, als wir ausjoggen waren. Der hat dann auch mit uns noch gefeiert und uns auch gefeiert. Also es war lustig. Auch den eigenen Service mal wieder Arbeit zu sehen, oder? Ja, klar, großartig. Aber das sehe ich öfter. Also ich weiß, dass er gescheit arbeitet. Und da muss man schon ein bisschen auf die Finger manchmal schauen. Ja. Jetzt hat Laura Dahlmeier hat sich eine kurze Auszeit genommen, weil der Trubel, der ist natürlich Wahnsinn, was man da ja auch sieht. Wie gehst du damit um, da auch wieder zu dir zu finden? Ich fahre öfters mal nach Hause einfach zu meiner Familie an Schliersee, damit ich da einfach abschalten kann und höre gute Musik und solche Sachen einfach, damit ich da mal rauskomme, auch mal vielleicht irgendwo hinfahren, ein bisschen zum Shoppen, einfach Kaffee trinken, andere Dinge machen, bevor es dann eigentlich relativ schnell wieder weitergeht. Ja, und es gibt ja immer 2 Heimspiele nacheinander. Ruppolding war das 2., vorher war es in Oberhof und da gab es etwas ganz Bemerkenswertes und das wollen wir uns auch nochmal gemeinsam anschauen. Da gab es die Nummer mit dem Stock. Lisa Hauser fährt über deinen, merkt es und gibt dir dann ihren. Ja, wie geil ist das denn? Also es war wirklich, wir haben ziemlich oft da uns dann noch getroffen und drüber gesprochen, weil es einfach, es war eine Wahnsinnstat von ihr, dass sie so schnell reagiert hat. Und ich habe erst gesagt, na, es passt schon, es war mein Fehler, der Stock war einfach nicht gescheit festgeklebt. Sie hat gesagt, nee, bitte, nimm ihn. Und dann habe ich ihn einfach genommen und ich war ihr wirklich richtig dankbar und habe ihr danach auch noch ein kleines Geschenk gebracht, einfach weil das ist nicht selbstverständlich. Wir sind Konkurrenten doch auch im Rennen und dass sie sowas macht, wirklich gut. Fair Play, gibt es auch einen Applaus von uns. Ja. Echt super. Großartig.
Jetzt gibt es natürlich die Heimspiele wie Oberhof, wie Ruppolding, aber es gibt auch eins auf Schalke. Hast du dieses Jahr gewonnen, beziehungsweise letztes Jahr war ja zwischen den Jahren gemeinsam mit Simon Schemp. Können wir sowas nicht noch viel öfter machen? Vielleicht mal in München, im Olympiastadion oder in Nürnberg in der Arena? Ja, cool war es definitiv, aber die Zeit, glaube ich, fällt uns einfach so ein bisschen, weil es geht immer Schlag auf Schlag und es ist eigentlich nur die Weihnachtszeit, wo man so ein bisschen Pause hat und sonst geht es jedes Wochenende weiter mit Vorbereitungen oder Wettkämpfen, aber es war definitiv ein richtig, richtig cooles Event und ich war froh dabei zu sein. Es gibt einen ganz besonderen Brief, den 170 Biathleten an den Internationalen Weltverband gerichtet haben, überreicht haben. Und dort fordern die Athleten 8 Jahre Sperre für Dopingsünder. Nächsten Samstag will der Weltverband sich auch treffen zu einer außerordentlichen Sitzung. Wie stehst du zu dem Thema? Ja, also ich habe ganz klar auch den Brief unterschrieben, weil ich einfach für einen fairen Sport bei uns bin und weil ich möchte, dass das auch alles ernst genommen wird und dass da einfach auch Konsequenzen folgen mit dem Thema. Und wir wollten einfach nur wirklich Aufmerksamkeit drauf ziehen und sagen, uns ist die Sache ernst und bitte bearbeitet das möglichst schnell. Ich verstehe die IBU, dass die da natürlich ihre Zeit brauchen, aber es soll möglichst zeitnah geschehen alles. Also klares Statement, 8 Jahre Dopingsperre und ich finde es ehrlich gesagt gut so. Hut ab.